Warum sitze ich hier mit einem ESD-Armband, einer Festplatte und zwei Steuerelektroniken? Naja, es handelt sich dabei um meine Datenplatte, meinen absoluten Datenspeicher mit 3 Terabyte Größe. Und gestern meinte die Steuerelektronik davon, plötzlich den Schlappen in die Luft zu werfen. Das Ganze ging relativ spektakulär ab, wie man vielleicht so grob erkennen kann, indem man sich diesen Anschluss hier so anschaut. Man sieht hier, sieht das nicht ganz so gesund aus. Wenn man mal von unten schaut, sieht man auch, dass da ein bisschen was verkohlt ist. Ich habe jetzt gedacht, hast noch eine Festplatte mit einer identischen Steuerelektronik. Gucken wir doch mal, ob man die gerettet bekommt. Das Problem ist, ich kann nicht einfach diese Elektronik jetzt nehmen und dort einbauen, weil auch wenn die, wenn man vielleicht mal schauen mag, die sind absolut identisch, aber die Firmware der Platten ist unter Garantie unterschiedlich. Weil moderne Festplatten haben in der Firmware Parameter gespeichert, die beispielsweise über die Sektoren Auskunft geben, wo welche Fehler sind etc. Deswegen ist es leider nicht mehr möglich, die einfach so eins zu eins gegenzutauschen, wie das früher ging. Deswegen denke ich mir, ich versuche jetzt mal einfach, nur die Anschlussleiste auszutauschen und zu gucken, das hier sind die Eingangsschutzdioden, die kleinen dort, und versuche die entsprechend wieder zu reparieren. Ich hoffe, dass an dem eigentlichen Controller nichts kaputt ist, sondern wirklich nur die Eingangsbuchse verbrannt ist, weil die Überspannungsschutzdioden den Schlappen in die Luft geworfen haben. Weil diese zumindest hier, die hat definitiv Durchgang. Wenn man da mal das Multimeter dazu anschaut. Kann man das sehen? Ja, doch, das geht. So sollte eine Diode, glaube ich, nicht aussehen. Die ist okay. Aber die hier, jetzt mal andersrum. Nicht so wirklich. Das ist keine Diode mehr. Und auch wenn es hier so aussieht, dieser 0 Ohm Widerstand, der hängt nicht parallel. Logischerweise. Warum sollte man einen 0 Ohm Widerstand parallel zu einer Diode setzen? Wüsste ich jetzt nicht so wirklich warum. Gut. Wie kriegen wir das ab? Ich könnte das jetzt mit Heißluft machen, aber ich habe keine Heißluft. Also nehmen wir die altbewährte Methode. Gefühlte 10 Tonnen Lötzinn drauf, heiß machen und abwürgen. Funktioniert meistens. Ist aber ziemliche dreckige Arbeit, aber naja. Irgendwie muss man es versuchen. Also einmal eine richtig schöne dicke Zinnspur da drauf. Dieses Kunststoff ist erfreulicherweise relativ hitzestabil, also da passiert nicht viel. Ich habe entsprechend wenig Sorge, dass ich mir da jetzt die ganzen Pins rausziehe beim Ablöten. Gut. Wie sieht es von unten aus? Ah, das muss man nach vorne abziehen. Okay. Dann versuchen wir doch mal unser Glück. Leider sehr schlecht packen. Ah, Moment. Müsste doch eigentlich. Ja, das müsste funktionieren.
So, raus ist das Ganze schon mal. Das Kunststoff wird nicht dabei beschädigt, wenn man die Pins mit rauszieht. Das ist ganz gut zu wissen. So kann man nämlich notfalls hingehen, wenn das bei dem anderen auch leider nur auf diese Art funktioniert, kann man das einfach wieder reinschieben und schon, ja, schon sind die Pins wieder da, wo sie sein sollten. Das müsste dann noch rein theopraktisch auch bei dem hier funktionieren. Naja. Wenn man den Pin nicht rausruppen würde. Ja, das funktioniert. Man kann den Pin problemlos wieder reinschieben. Hier sieht man übrigens auch nochmal, wie schön das verwarnt ist. Ein Pin ist teilweise komplett weg. Also man sieht, ein Pin steckt hier unten noch. Der klebt noch fest. Aber hier fehlen zwei Pins. Also ein Pin ist komplett weggebrannt. Na gut, das haben wir ab. Machen wir den nochmal ab. Und dann machen wir uns doch mal daran, den ganzen Kram sauber zu bekommen. Ich verwende dafür ganz gerne Entlötlitze. Funktioniert meiner Meinung nach besser als diese ganzen Absauglösungen. Mit Ausnahme von, also zumindest bei SMD-Technik, bei konventionellen Platinen mit Durchsteckmontage. Da bevorzuge ich die Entlötpumpe von meiner Wetterlötstation. Das ist irgend so ein oddes Ding aus den 70ern. Ich glaube, das heißt W701 oder sowas. Absolut grandioses Teil. Aber heute nicht mehr wirklich zu bekommen, habe ich das Gefühl. Ich habe lange danach gesucht, weil ich genau diese haben wollte. Und ich habe sie dann vor einigen Jahren mal für, ich glaube, knapp 200 € ersteigert. Damals, als es noch nicht die ganzen JBL-Stationen und sowas gab, die natürlich von der Performance bedeutend besser sind. Ein Schlückchen Isopop. Mit dem Isopropylalkohol reinige ich jetzt erstmal die Lötstellen, damit das auch hinterher nicht eventuelle Übergangswiderstände ergibt, auch wenn das eigentlich Flussmittel sein sollte, ohne jegliche elektrische Verbindungsmöglichkeiten, aber wer weiß, sicher ist sicher. Außerdem sieht es schöner aus. Gut, hier muss ich noch nicht, weil hier müssen ja auch die Dioden runter, beziehungsweise die Diode. Sicherheitshalber messe ich jetzt nochmal nach, nicht dass der Kurzschluss bedingt war durch den Connector, nicht dass der einfach nur durch das Verbrennen quasi Kohle erzeugt hat. Siehst du? Die ist nämlich okay. Die Diode ist gut. Die Diode ist gar nicht mehr da. Oder war das? Ist die Diode jetzt gestorben oder was? Nein. Okay, die Diode ist da. 400 Millivolt finde ich jetzt zwar ein bisschen merkwürdig, aber gut. So, ich überlege, ich habe einen großen Heißluftföhn, so einen Industrieföhn. Ich überlege, ob ich jetzt versuche, das damit runterzubekommen. Oder ob ich hier auch einfach die Methode von gerade anwende. Ich glaube, das ist mir fast ein bisschen sicherer. Nicht, dass ich hier noch irgendwie etwas runterreiße.
Mit der Heißluft. Ich glaube, ich bleibe. Ja, ich bleib dabei. Ich sollte mir mal so eine billige Heißluftstation aus China anschaffen. Die gibt es ja mittlerweile auch für knapp 80 Euro, richtig gute Geräte. Aber als Student hat man es ja nicht immer so, ne? Ich nehme jetzt mal einfach an, dass das Plastik auch entsprechend hitzefest ist. Ja, ist es. Wundervoll. Könnte ja auch sein, dass sich Western Digital gedacht hat, ach ja, nehmen wir dabei doch mal jetzt einfach ein anderes Kunststoff, aber nein, ja, offenbar gönnerisch und haben uns da auch wieder das gute Kunststoff gelassen. Wunderschön. So. Dann auf ein neues. Autsch. Da war noch heiß. Und zack. Die wollten nicht mit. Dann kommen jetzt gleich ein paar Hand daraus. Rein. So. Das hat schon bedeutend besser funktioniert als gerade. Dann reparieren wir den doch mal eben. Dafür nehme ich ja jetzt doch mal den Entlötsauger. Ja. Für größere Mengen funktioniert das wunderbar. So, dann einmal die Pins wieder da richten, denn drin, rein, drin. Ah, da ist noch ein bisschen zu viel Zinn dran. Na super. Ich wollte ihn eigentlich wegkriegen, nicht neu hinmachen. Das ist alles drin. Da ist wieder eine Brücke. Und das ist mein kleines Stückchen Schmutz. Nein, nicht verbiegen.
Ah, da ist etwas Flussmittel reingeflossen in die Kontakte. Hier sieht man es, da ist Flussmittel reingeflossen. Das verklebt jetzt gerade die Pins, deswegen kriege ich die da nicht rein, aber das haben wir gleich. Eine adäquate Menge Alkohol sollte das Zeug so weit anlösen, dass man das da reinbekommen kann. Oder auch nicht. Dann einfach ein bisschen mit Hitze ran. Da wird das Flussmittel auf jeden Fall wieder weich. Na komm, geh rein. Der eine Pin will nicht. Warum willst du nicht? Jetzt aber. Wunderbar. Da ist auch noch einer. Ach, den brauche ich gar nicht warm machen. Der ist so wunderbar. So, das war's schon dabei. Danach stehe ich das Ganze noch ganz gerne einmal reinigen im mechanischen Sinne. Dafür nehme ich mir so eine kleine Drahtbürste und gehe einfach mal ein bisschen über die Kontakte rüber, um eventuelle Reste von irgendwelchen Flussmitteln oder irgendwelche mechanischen Verschmutzungen dann mal abzubürsten, damit die auch besser dran haften hinterher, wenn wir da jetzt ein neues Zinn drauf machen. Und nicht eventuell ein neuer Fehler entsteht, den wir gar nicht haben wollen. Außerdem sieht es hübscher aus, wenn das schön glänzt. So. Das habe ich jetzt einen kleinen Hauch verbogen. Das machen wir wieder gerade. So. Soll ja auch alles wieder so sein wie vorher. Okay, dann muss ich nur noch die letzten Pins hier einmal davon überzeugen, dass sie nicht so zusammenkleben sollen, sondern da drinnen sein möchten. Sind nur zwei. Richtig rum würde helfen. Nummer eins. Nummer zwei. Auch lieber mit etwas Wärme da reingeschoben werden. Den Wunsch können wir ihnen doch gerne erfüllen. Zack, drin und drin. Das Schöne ist, muss ich sagen, die Dinger rasten wirklich merklich ein. Also wenn sie da sind, wo sie hin sollen, merkt man wirklich eine kleine Raste. Schön. Und schon haben wir einen quasi neuen Connector. Und eine quasi unbrauchbare Festplatte, aber wer braucht schon eine 500 GB Platte heutzutage noch? So, dann machen wir hier nochmal 9 Aluhol dran. Reinigen das letzte Pad hier.
So. Und ich glaube, sicherheitshalber vergleiche ich jetzt nochmal hier die beiden Platinen miteinander. Einfach mal, um zu gucken, ob da nicht doch irgendwo noch ein Unterschied ist. Den ich übersehen habe. Und das wäre natürlich dann fatal. Deswegen messen wir doch mal rein ohmisch die ganzen Geschichten durch. Okay, dann versuchen wir mal unser Glück, das Ding da jetzt wieder drauf zu bekommen. Dafür fügen wir das jetzt hier an. Gucken, dass wir jetzt keine Pins nochmal verbiegen. Ich zeige es jetzt sofort in die Kamera. Ich gucke es einmal, dass das anständig drauf ist. Das sieht ganz gut aus. Da muss ich ein bisschen was ausrichten. Man sieht hier den Datenpin. Der steht ein bisschen hoch, den muss ich nochmal gerade machen. Und hier am Ende bei den Spannungspins, da ist noch ein bisschen was schief, aber so an sich sieht das aus wie gewollt. Ganz ein bisschen gerade rücken. Das sieht ganz gut aus. Okay, dann suche ich mal eben das Flussmittel und dann würde ich sagen, geht's los. So, selbstgemachtes Flussmittel gefunden, wunderbar. Da tragen wir jetzt ein bisschen von auf, damit wir da eine etwas angenehmere Verarbeitungsmöglichkeit haben. Das Flussmittel zieht quasi in diesen engen Stellen das Zinn schön an die Kontakte ran. Das ist übrigens ganz normales Kolophonium. Das ist ja eine Art Harz, das man einfach bei eBay beispielsweise für wenig Geld erstehen kann. Und da kriegt man dann so eine kleine Wanne voll. Und dieses Harz habe ich einfach zerbröselt. Das ist unglaublich empfindlich auf Stöße. Kriegt man sehr schnell klein. Und das einfach kann man einfach in Alkohol auflösen und schon hat man sein selbstgemachtes Flussmittel. Das kriegt kann man auch in diese Flussmittel-Dispenser-Pens einfüllen und muss nicht immer das extrem teure Flussmittel fertig kaufen im Laden. So, dann gucken wir mal, ob wir das jetzt auch schon nicht daran kriegen. Nicht die schönsten Lötstellen meines Lebens, aber man
An der Stelle kommt man auch jetzt nicht so super dran. Brücke gemacht. Ja, besser. Da kann man mitleben. Ah, schon wieder. Dieser Anschluss ist echt mies wegen dem kleinen IC, was davor sitzt. Da kommt man nicht so schön ran. Aber naja, gut. Ich behaupte mal, die Jumper werden jetzt eh nicht benutzt werden. Von daher ist das schon in Ordnung. Zoom mal ein bisschen näher ran, dann könnt ihr das etwas besser beobachten. Damit kann man leben. Das sieht gut aus. Dann schrauben wir das Ganze doch mal wieder an die Platte dran. Wobei, ich glaube, ich gehe noch einmal kurz zur Sicherheit, weil auf dieser Platte sind wirklich sehr, sehr wichtige Daten für mich. Gehe ich zur Sicherheit doch noch einmal kurz mit dem Multimeter drüber und schaue nach, ob da nicht doch noch irgendwo jetzt eine Brücke ist, die ich nicht gesehen habe. Aber eigentlich sollte das ja nicht der Fall sein. Sind wir Dreiergrüppchen, sind ja okay. Und danach da nix. Wunderbar. 1, 2, 3. Fünfunddreißig Kilo. Das muss ich gleich mal vergleichen. 1, 2, 3. 200 km ist okay. 1, 2, 3. 35 km schon wieder. Eins, zwei, drei. Das war okay, war der sechste. 1, 2, 3, 6 gegen 7. Ja, okay, das scheint richtig zu sein. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Was? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gut, da hängt über dem Kondensator, aber der lädt sich jetzt natürlich auf. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, okay. Ist gut. Das darf so. Und hier, das kann man relativ gut sehen, da sind keine Brücken zwischen, das ist alles gut. Da sieht auch alles gut aus.
Und selbst wenn, das sind nur Jumper, da dürfte, gut, könnte Fehlfunktion entstehen, aber kaputt gehen dürfte das Ganze dadurch nicht. Ich bin doch recht zufrieden mit dem Ergebnis und ich hoffe mal, dass die Daten jetzt dadurch wieder zum Leben erwachen. Sieht übrigens hier, wie sich da irgendein Öl oder irgendwas Fettiges hat sich aus dem schmelzenden Plastik gelöst. Und dieser Schmierfilm, den man da sieht und der auch hier in die Dichtung gezogen ist, das ist alles nur entstanden, als das Ding abgefackelt ist. Hier oben ist auch noch mal ein bisschen Schmauch drauf. Das werde ich gleich auch nochmal reinigen, aber das muss ich jetzt nicht mit der Kamera machen, weil ich denke mal, wie man putzt, weiß jeder. So, dann kommen die Schrauben wieder da dran, wenn ich wüsste, wo ich sie hingelegt habe. Da. Kommt nichts weg hier. Der Grund, warum das abgefackelt ist, ist mir nicht so ganz klar, aber man sieht, dass es doch relativ brutal zuging. Hier sieht man ganze Ablagerungen auf dem Boden des externen Gehäuses. Und wenn ich hier an dem Stecker einmal ein bisschen ziehe, zwei, dreimal gebogen und die Drähte sind völlig durchgeglüht. Ich ziehe den mal kurz ab. Kann ich das noch mal etwas besser zeigen? Die sind komplett zusammengeschmolzen. Und auch der Stecker an sich. Völlig weg. Ich frage mich, wie sowas passiert. Ich habe jetzt schon häufiger gelesen, dass S-Arter zwar ein klasse Standard ist, aber dass der Sportstromverbinder nicht so wirklich super durchgeplant war und deswegen häufiger mal so ein Teil abfackeln kann. Ich bin nicht so begeistert von, aber gut, was will man machen? Gibt ja nichts anderes mehr. Okay, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Aus nachvollziehbaren Gründen möchte ich das jetzt nicht mehr in dieses externe Festplattengehäuse einbauen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert hat. Ich hoffe, dass meine 3 Terabyte Daten jetzt nicht weg sind. Na? Keine Reaktion? Oh, ja. Okay. Leben tut's schon mal. Gucken wir mal, was das BIOS sagt. Wo war's? Boot. Hard Drive, Priority. Ja, da ist sie doch. WDC WD30 ERS. Das ist sie. Haha! Ich bin begeistert. Gucken, ob Windows die jetzt auch noch erkennt. Und Spannung? Das müsste doch O sein. Ja! Das ist sie! Ich bin begeistert! Datensicherung ist da. Inhalte, alles da. Hervorragend. Wunderbar. Das hat ja gut geklappt. Ich bin begeistert.